Bugstrahlruder, das ist das Thema in diesem Video und ich werde den Helge jetzt mal fragen, was es damit auf sich hat, ob jedes Schiff so einen Bugstrahlruder hat, was man damit anstellen kann, was nicht, wobei das hilft und wobei es nicht hilft. Also Bugstrahlruder, was kann das? Also Bugstrahlruder ist natürlich eine schöne Hilfe, um das Schiff in eine Ecke zu drücken, in der es vielleicht sonst mit wenig Fahrt nicht reinkäme. Das Bugstrahlruder sitzt eigentlich im vorderen Viertel des Bootes, unten unter der Wasserlinie und hat in der Regel ein oder zwei Flügel, einen kleinen Elektromotor, der ich sag mal ungefähr 1,5 bis 3,5 PS hat, je nach Größe des Schiffs. Und das kann man dann betätigen, wenn man sagt, okay, ich möchte die Nase des Schiffs in die entsprechende Richtung drücken. Ja, und in welchen Situationen setze ich denn einen Bugstrahlruder ein? Ja, in der Regel nur beim An- oder Ablegen, sage ich jetzt mal, um aus einer Ecke rauszukommen oder das Schiff noch ein bisschen in eine Richtung zu drücken, um es vielleicht von anderen Booten fernzuhalten beim Anlegen. Das heißt meistens eher dann beim Anlegen der Box. Da habe ich in beiden Richtungen immer irgendwie was zu tun, wo ich aufpassen muss. Gut, wenn ich jetzt längsseits an einer Kaimauer oder sowas anlege, dann kann ich es auch in der einen Richtung gebrauchen. Beim Ankern nicht so wirklich. Vielleicht beim Ankern, wenn ich den Anker hochhole, habe ich schon mal einen Bugstrahlruder eingesetzt. Wenn es windig ist und das Schiff irgendwie da irgendwie komisch in die Richtung geschoben wird, dann war immer meine Idee zu überlegen, also dass ich möglichst den Bug auch über der Ankerstelle platziere, sodass dann die Ankerkette einigermaßen senkrecht eben auf der kürzesten Strecke nach oben kommt. Das ist so ein Einsatzgebiet vielleicht noch. Was wären die Alternativen oder sagen wir mal, oder was wäre die erste Wahl quasi, statt das Bugstrahlruder zu nehmen? Ich kann ja die Dinge auch letztendlich mit meiner Crew lösen. Gut, es gibt ja immer zwei verschiedene Möglichkeiten, um ein Schiff irgendwo in eine Richtung zu drücken. Das eine wäre eben sozusagen mechanisch. Das heißt, ich mache ein Leinenmanöver zum Beispiel. Das kann ich machen, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, eine Leine festzumachen. Sei es, ich habe eine Mooring, dann habe ich eine Leine, die ich bedienen kann. Oder ich habe einen Pfahl bei uns im Norden, wo man sagt, okay, da liegt eine Springklampe, eine Festmacherleine drüber, die einen Mitsegler bedient. Ja, und wenn ich das nicht habe, dann muss ich ja irgendwann sozusagen das Schiff losschmeißen, habe noch keine Fahrt. Und in dem Moment drückt der Wind es vielleicht in eine Richtung, wie ich es nicht haben möchte. Und bis ich die Fahrt sozusagen im Schiff habe, wo dann das Schiff über das Ruder dirigiert werden kann, kann ich eben das Bugstrahlruder einsetzen und sagen, gut, ich drücke das Schiff bei schwachem Wind noch in die richtige Richtung. Bei starkem Wind hilft es eh nicht. Da muss man, glaube ich, Realist sein. Also ein Bugstrahlruder sollte auch immer nur 15 Sekunden eingesetzt werden. Wenn ich das manchmal höre im Hafen, dann tun mir die Glühstifte schon weh. Was sind die Glühstifte? Ja gut, das sind ja Elektromotoren. Das heißt also, die haben dementsprechend kleine Stifte, also Kohlestifte sind es nicht, Glühstifte, die dann eben über den Elektromotor rotieren. Und die werden halt regelrecht heiß, wenn man das zu lange nutzt. Das heißt, es ist so ein Motor wie ganz früher bei den Staubsaugermotoren, wo die Kohlen wirklich drin waren? Genau, also die Kontaktlosen sind das noch nicht. Das sind wirklich noch relativ einfache Motoren. Es gibt inzwischen natürlich verschiedene Sachen, da können wir vielleicht nochmal getrennt drauf eingehen. Es gibt also Water Power, das heißt also so eine Art Jet-Antrieb, der kommt. Ist noch nicht sehr verbreitet. Es gibt natürlich verschiedene Hersteller, die verschiedene Motoren anbieten für Bugstrahlruder. Es gibt Bugstrahlruder, die ausfahren, wo man immer noch eine kleine Wartezeit einkalkulieren sollte, damit das Ruder eben wirklich sich auch nach unten absenkt. Ja, das ist ja was für die Bootseinweisung. Ja, das muss man dann eben. Das heißt, also wenn ihr ein Schiff übernehmt, dann, wenn ihr das irgendwie rauskriegt, ob ihr ein besonderes Bugstrahlruder habt, was besonders viel Power hat und ausgefahren werden muss, dann macht das Sinn, das mal vorher zu erfahren. Gut, das sind in der Regel wirklich die hochwertigen Schiffe, wo sowas ist. Und in der Charterschiffe sind ja, wie wir alle wissen, bulletproof. Und da ist es in der Regel eigentlich ganz normaler Tunnel, sodass das auch sofort zur Verfügung steht. Ja. Also man sieht das öfter mal, wenn man jetzt durch den Hafen geht, sei es in Holland oder sei es auf Mallorca, wenn da Schiffe aufgebockt sind, eher dann Eignerboote, Motorjachten älterer Bauart, die haben solche ausfahrbaren Bugstrahlruder unten drunter, das habe ich schon mal beobachtet.
So in der Richtung. Genau, also was ich gerade nochmal als Gedanken aufgefasst hatte, als du gerade darüber gesprochen hast, in welchen Situationen man einen Bugstrahlruder einsetzt. Für mich war das erstmal wichtig, in, sagen wir mal, schwierigen Wind- und Wettersituationen das als Fallback zu haben. Und was ich gerne anregen möchte, ist, dass man, wenn man eben jetzt, sagen wir mal, bei Windstärke 4 oder so in den Hafen kommt, vielleicht auch in einen unbekannten Hafen, dass man zunächst einfach mal eine kleine Hafenrundfahrt dort macht und sich die Stelle genau anschaut, wo man anlegen möchte, dass man auch die Wind- und Wetter- und auch die Abstandsbedingungen dort richtig sich mal anschauen kann. Und zwar nicht nur der Skipper alleine, sondern auch die relevanten Menschen der Crew, die mithelfen, die Leinenverbindung dann als erstes irgendwo rüberzubringen. Und dann würde ich, glaube ich, sogar empfehlen, dass man zunächst mal einen Plan macht, wie das Ganze oder ja, wie das Ganze ohne Bugstrahlruder funktionieren kann. Und den würde ich, glaube ich, auch erstmal versuchen zu verfolgen. Und ich würde für mich als Skipper das Bugstrahlruder eher nur ja, im Hinterkopf behalten, quasi gar nicht groß als Prio 1 oder als Variante 1 einsetzen oder einplanen. Das wäre so meine Idee. Ja, ich finde es immer ganz wichtig, dass man eben bestimmte Abläufe einübt und auch mit der Crew bespricht. Und das Bugstrahlruder muss halt dann eingeschaltet sein. Ich habe schon Leute gesehen, die in der Notsituation genau. auf die Knöpfe gedrückt haben und es tat es nicht, weil sie es ja nicht eingeschaltet hatten. Ja. Und ich glaube, wie immer ist es wichtig, dass man sich eben vorher überlegt, was man machen möchte. Mhm. Dass man das kommuniziert mit seiner Crew, dass man sagt, oh, guck mal hier, wir fahren in diese Box, da müssen wir so und so reinfahren. Der Wind kommt von da und da. Genau, und das wird passieren und ihr müsst diesen oder jenen Schritt befolgen oder das machen. Ich glaube, eingespielte Crews werden diese Probleme nicht haben, aber wir gehen ja jetzt hier von kleinen Tipps aus, die wir vielleicht nicht geübten Menschen mitgeben können, damit eben alles reibungslos oder möglichst reibungslos verläuft. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass man sich eben, also mein Segellehrer hat immer gesagt, immer kalme, kalme, ruhig bleiben, einmal durch den Hafen cruisen, lieber zweimal durch den Hafen cruisen, als nachher großes Getüdel. Du hast einen Segellehrer gehabt? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, du bist geboren mit Segel-Know-how. Ich schwimme heute. Ja, solche Tipps, also zum Thema zum Beispiel Crew-Kommunikation, findet ihr auch in den 111 Skipper-Tipps, Link unterm Video. Mal schauen, haben wir noch was? Genau, ist mit einem Bugstrahlruder das Skipper-Training überflüssig? Ja, auf jeden Fall, ihr braucht eigentlich nur einen Bugstrahlruder. Nein, natürlich nicht. Skipper-Training kann ich nur jedem empfehlen. Jedes Jahr am besten zu Anfang der Saison. Man fühlt sich danach sicherer, man hat wirklich was davon, man lernt auch immer wieder was dazu. Also auch ich schaue mir immer wieder neue Sachen an, wenn die Jungs bei mir üben und ich lerne auch immer was dazu. Bei mir ist sogar so, ich bin ziemlich schnell seekrank. Der erste Turn in einer Saison, da ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn ich da ein bisschen mehr Welle habe. Und auch das trainiere ich, nicht beim Skipper-Training, aber man trainiert das irgendwie, das ist so meine persönliche Erfahrung. Genau, ja, damit sind wir zum Thema Bugstrahlruder durch bei diesem Video und wir freuen uns zusammen mit euch auf das nächste Thema.